Action. Hallo Zuschauer, Abonnenten. Erste Ansage mal, Daumen hoch oder runter. Kleines Kommentar. Mistvideo oder schön heten. Das läuft besser für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid. So, heute stellen wir euch wieder mal ein schönes Hobby vor, was ich da früher mal gefrönt habe und was auch nichts gekostet hat. Oder wie man sagt, mal so schön kostenneutral war. Weil ich habe diese Sache damals geschenkt bekommen. Und deswegen, wie nennen wir das Video? Mein erstes Handy? Kameramann sagt wieder mal nicht. Und zwar zeige ich euch mal mein erstes Handy. Ist natürlich kein Handy, sondern ein CB-Funkgerät. Es ist ganz schön eingedreckt, gestaubt, hat auch gelitten, verstaubt. Man müsste eigentlich mal ein bisschen reinigen vorher. Aber wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen näher an und ich erkläre mal ein bisschen was dazu. Okay, kannst loslegen. Läuft schon. Wie ich hier gepustet habe. Also Leute, CB-Funkgerät. Damit das ein bisschen schicker aussieht, habe ich damals hier so einen Kasten drumherum gebaut. Das ist einfach nur billigstes, dünnes Sperrholz. So, Video die zweite. Der Kameramann musste sein Riesenhandy mit weiß ich nicht wie viel Gigabyte Superspeicherplatz erstmal bereinigen, weil kein Platz mehr drauf ist. Das sind bestimmt die Pornoseiten. Naja, wer weiß. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Gerät. Ich habe das jetzt mal ein bisschen geputzt und gesäubert. Es lag nämlich oben. So, was will ich dazu erklären? Das war früher unser Handy. Das ist bestimmt schon so 30 Jahre her. Das war so zur Wendezeit. Also vor der Wende gab es sowas auch nicht für Otto Normalbürger. Nach der Wende habe ich das dann bekommen. Und zwar ist dieses Gerät geschenkt gewesen. Ich habe Wunsch dafür bezahlt. In dem Sinne eine Spende. Dann habe ich so ein Kästchen drumherum gebaut, um das im Auto damals und das Armaturenbrett zu befestigen. Ich hatte damals so einen getunten Trabant. Und da hat das gut reingepasst. Das Ding hat einen internen Lautsprecher, man konnte aber auch noch einen externen anschließen oder das, was für sich über die Autoanlage betreiben, was auch immer. Das ist hier das Mikro, das konnte man hier an der Seite schön einhängen. Da ist auch noch so ein Magnet befestigt, damit das schön reinschnappert, auch von mir selber installiert. Hier oben sind zwei Knöpfchen dran, die leuchten schön, können wir vielleicht mal zeigen. Wir versuchen das Ding jetzt nämlich mal zu starten. Mal gucken, ob es geht. Wir hatten nämlich technische Probleme. So, was braucht man dafür, wenn man das außerhalb Auto betreiben will? Ihr seht es hier, ganz normalen Steckdose, ne? Also Stecker. Hier vorne konnte man nochmal abmachen, falls man eine kleinere Steckdose hat. Nur, das hier hinten ist jedenfalls die Standardgröße für Zigarettenanzünder. Ach so, wer von den Zuschauern kann mir das mal erklären, wofür es hier oben dieser rote Schnapper dran, den man ausklappen kann. Mhm. Kann man das sehen? Kann man. Das wäre immer schön, wenn das mir jemand mal erklärt. Okay, habe ich erst so entdeckt jetzt. So, was braucht man dafür, wenn man das zu Hause betreiben will? Da gibt es für solche Geräte auf 12-Volt-Basis hier so ein, wie nennt man das überhaupt? Gleichrichter. Genau, das Ding erzeugt aus Steckdose besagte 12 Volt mit ein paar Ampere, die ihr dann entstöpselt. So, das Ding ist jetzt hier rein. Zack, in die Steckdose. Zack. So, müsste funktionieren. Ich starte das Gerät. Wir hoffen, dass wir nicht abbrennen. Ach so, bevor wir das Ding aktivieren, aus Sicherheitsgründen werde ich mal lieber mal die Antenne installieren. Dafür gibt es hier diese Schraubverbindung. No? Mhm. Die wird hier an der Seite eingeführt und einfach festgeschraubt. So. Filmst du alles, Kollege? Filme. Auch diese Antenne habe ich damals auch für lau bekommen. Eine kleine Spende in dem Sinne. So, ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Ich weiß es nicht. Das ist alles schon etwas älter. So, die Antenne. Das ist so ein Standardteil mit Magnetfuß. Sieht man das? Sieht man. Genau, das ist hier so ein Magnetfuß. Hier unten ist ein Gummischutz dran, der inzwischen schon arg gelitten hat. Ich habe damals bei meinem Auto, damit es nicht so viel kratzt, hier unten dick
na, wie sagt man dazu, Wachs aufgetragen für Autozubehör, also fürs Auto selber, gefärbten Wachs, also ich hatte damals ein blaues Auto, richtig dick drauf geschmatzt, in der Hoffnung, dass das Wachs sich ein bisschen verteilt und dann das Auto nicht so zerkratzt obendrauf. So, diese Antenne, so wurde mir gesagt, ist aus Beständen der DDR-Volkspolizei. Die hatten wohl die Dinger früher auf ihren Autos drauf und der Kollege, von dem ich das bekommen habe, hat das dann halt umkonfiguriert für CB-Funk privat. So, Antenne ist dran, Elektrosmog wird erzeugt. Ich starte die Maschine, die hoffentlich nicht abbrennt. So, hier oben leuchtet es schon. Oh, hörst du? Hört man. Es arbeitet. So, kann weitergehen. Jo, was soll ich dazu eigentlich noch sagen? Damit sind wir dann früher am Auto halt rumgefahren, haben damit sozusagen in dem Sinne telefoniert, gequatscht mit diversen Kumpels überall. Ich habe jetzt mal hier gezeigt kurz, ach übrigens für den Kameramann, Videoversuch, die dritte, ne? Ich meine, das Ding, das Handy ist so groß hier und da ist Speicherplatz, um was weiß ich drauf abzuspeichern. Das Ding ist immer voll, wenn er herkommt. Ich weiß gar nicht mit was. Na, jedenfalls, hier oben ist eine eigene Taste. Das ist Kanal 19. Das war früher der Tracker-Kanal. Bis die Tracker genervt waren, dass da so viele Verrückte drauf rumspringen und sich einen anderen Kanal gesucht haben, hat mir mal einer erzählt. Na, jedenfalls, hier hast du dein Mikro gehabt. Da konntest du mal schön hier drücken. CQ, CQ. So ging es dann halt los. Und dann hast du halt versucht, dass irgendwer gerade auch auf Sendung war oder was auch immer. Und mein Anliegen war halt damals gewesen, das Ding sieht halt aus wie ein Radio, hat doch ungefähr so die Größe. Theoretisch, das hat bestimmt auch in den Dienstschacht drin gepasst. Obwohl ziemlich lang ist es, keine Ahnung. Aber jedenfalls habe ich mir dann so ein schönes Kästchen drumherum gebaut, dass man es auch mal transportieren kann. Oder praktisch hat man das ja mit einer Hand bedient, konntest du die Hand hier oben so drauf ablegen und während der Fahrt, was man ja nicht machen sollte, hier divers an den Schaltern herumdrehen und herumspielen. Das Ding hat, ich weiß gar nicht, gefühlte 100 Kanäle, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und dann kommst du gut immer an die Tasten ran. Das war mir wichtig, weil andere haben ja da freie Hand gefummelt während der Fahrt und diverse Unfälle gebaut. Ne? Gab's ja alles. Ja, Besonderheit war noch gewesen, dass hier an der Seite ein sogenannter Brenner installiert ist, bis mir dann jemand gesagt hat, dass die eigentlich nicht erlaubt sind oder waren, weil wenn man das Ding aktiviert, dann haben andere in der Umgebung Schwierigkeiten zu senden. Man drückt die dann irgendwie weg mit der erhöhten Sendeleistung. Aber ansonsten, das ging, glaube ich, 40, 45 Kilometer oder so. Und wie gesagt, so richtig in der Materie stecke ich nicht drinne. Weil, ich bin ja kein Amateurfunker in dem Sinne und für mich war es halt ein Gimmick. Wir haben damals mit den Kollegen ein bisschen geschwatzt und man konnte damit auch so eine Art Geländespiel spielen. Fuchsjagd nannte sich das und zwar hat man einen gehabt, da war der Fuchs, der ist irgendwo weggegangen und der hat halt lustig vor sich hingesendet und ist rumgefahren oder hat sich irgendwo in eine Ecke gestellt und gewartet. Währenddessen das andere Team, mussten viele Leute sein, ausgeschwärmt ist. Und dann konnte man sich mittels der Anzeige, die man hier sieht, hat man ja gesehen, wie gut der andere sendet oder wie weit der ungefähr weg ist oder was auch immer. Und dann hat man den versucht einzukreisen. Und dann zu finden, das war halt so ein lustiges Spielchen, wenn man nicht wusste, was man mit dem langen Tag oder Wochenende machen sollte. Ja, ansonsten hat man sich da verabredet für die Disse oder was weiß ich, Blödsinn gequatscht. Und das war halt wie unser Handy. Ne? Also wir hatten ja noch keine Handys in dem Sinne. So, habe ich bloß mal kurz gezeigt, das Ding scheint noch zu leuchten. Aber was mich jetzt stutzig macht, es rauscht nicht. Mein Verdacht ist jetzt, dass der Lautsprecher vielleicht ein Ding weg hat oder was auch immer. Oder ich hier gar nicht empfange. Weil das Antennenkabel ist stellenweise ganz schön beschädigt. Das werde ich nochmal überprüfen müssen, weil eigentlich müsste es jetzt rauschen und knarzen. Aber der Dingens zeigt überhaupt nichts an hier. Also gut, das ist, wenn man sendet. Aber Empfang tut man scheinbar nichts. Das müsste vor sich hin rauschen und knarzen. Empfangsqualität war äußerst mäßig. Ja, kann ja mal jemand mal in die Kommentare schreiben, was damit jetzt nicht stimmen kann.
Und wer sowas überhaupt noch benutzt. Also vor ein paar Jahren habe ich noch mal auf Arbeit jemand getroffen, der hat so ein Ding zu Hause im Wohnzimmer installiert gehabt. Die Antenne war die Heizung. Da hat er sich da was blank gekratzt, hat eine Klammer rangesetzt und man hat dann halt eine relativ große Antenne in so einem Wohnblock, weil die Heizungsanlage wohl dafür benutzt wird. Oder eine Anekdote war, vor Jahren habe ich mal einen Amateurfunker getroffen, so einen alten Opa, der hat zum Beispiel ein Rohr ins Erdreich versenkt. Das ist dann auch eine Antenne, obwohl sie nicht oberirdisch ist, sondern unterirdisch in dem Sinne. Wirkt dann ebenfalls als große Antenne, weil der saß in einem Garagenkomplex drinne und konnte sich halt nicht noch eine gigantische Riesenantenne hinbauen. Der wollte halt um die halbe Welt funken. Ein richtiger Crack, sage ich mal in dem Sinne. Und das ging wohl auch. Ja, und damit sind wir halt früher rumgefahren. So eine lustige Antenne hinten drauf sieht man heutzutage manchmal noch bei polnischen Autos, bei deutschen eigentlich nicht. Ach so, um dazu zu sagen, diese lustige Magnetfußantenne geht wohl irgendwie bloß bis, vor, weiß ich nicht, 80, 90 km/h. Danach knallt sie aufs Autodach. Also Autobahnfahrt ist blöd, aber man hat sie damals beholfen, wenn man sich einen Dachgepäckträger raufmontiert hat aufs Autodach und man daran die Antenne zwischen abgefangen hat und befestigt hat, dann konnte sie nicht mehr umfallen. Mir ist das mehrmals passiert auf der Autobahn. Also irgendwo bei 90, 100 km/h, mag es 100 sein, ist das Ding halt umgefallen. Gut, haben wir gezeigt, vorgestellt. Schreibt was in die Kommentare. Benutzt sowas jemand noch? Funkt jemand noch von zu Hause? Und ja, weiß ich nicht. Oder was stimmt hier mit dem Gerät nicht? Zack, so kann man es ausschalten. Schöne Leuchtknöpfe hier oben installiert. Ich hoffe, das ist hier der Antennenstecker. Der hat doch einen Treffer weg hier. Na, komm. Zack. Ich glaube, der ist schon gar nicht mehr hier oben drinne. Ja, ja. Den werde ich nochmal neu abisolieren und nochmal neu reinsetzen. Das Antennenkabel ist von mäßiger Qualität. Aber geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das Antennenkabel habe ich dann später, da fuhr ich dann schnell ein Peugeot, durch die hintere Seitentür nach innen geführt. Ja, leider floss der Regen auch diesen Weg am Antennenkabel entlang. Ich hatte immer nasse Fußmatten, aber naja, diese Erfahrung muss man halt machen. Tschüss, Freunde, schreibt was in die Kommentare.